Und der nächste Redner, Werner Saxinger von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren. Vorbeugen ist besser als heilen und es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Diese beiden Gedanken kann ich zu 100% unterschreiben und ich glaube auch, diese Gedanken könnten Leitgedanken für eine sinnvolle, innovative und zukunftsträchtige Gesundheitspolitik sein. Es geht um Prävention, also um Gesundheitsvorsorge. Vorbeugen ist besser als heilen. Und die NEOS haben im Gesundheitsausschuss einen Antrag zu einem besseren Überblick über Angebote der Gesundheitsvorsorge eingebracht. Und diesem Antrag haben alle Parteien zugestimmt. Was ist Prävention? Prävention ist eigentlich alles, was auf eine Besserung der Gesundheit und eine Verhütung und Früherkennung von Krankheiten abstellt. Was gehört dazu? Dazu gehören Impfungen. Dazu gehört eine Unfallverhütung, gesunde Ernährung, Bewegung, Vorsorgeuntersuchungen und auch Therapien bei Kur- und Reha-Zentren. Wie schaut es jetzt mit den Präventionsmaßnahmen in Österreich generell aus? Gut, schlecht, besser als der EU-Durchschnitt? Ich würde einmal sagen, wir haben da viel Luft nach oben. Das sieht auch der Rechnungshof so in dem Bericht vom 13. Jänner. Er sieht einen dringenden Handlungsbedarf bei der Gesundheitsvorsorge, vor allem bei Präventionsmaßnahmen bei chronischen Erkrankungen wie Adipositas, Übergewicht oder auch psychiatrischen Erkrankungen. Die Zahl der gesunden Jahre, das haben wir heute schon gehört, ist in Österreich zwischen 2014 und 2019 sogar um 1,6 Jahre gesunken. Eine Eurostat-Erhebung im Vergleich aller EU-Länder ergab, dass die Österreicherinnen und Österreicher ab dem 65. Lebensjahr 7,7 gesunde Jahre noch haben, zu erwarten haben, der durchschnittliche EU-Bürger jedoch 10,3 gesunde Jahre ab dem 65. Lebensjahr. Das heißt, wir sind in Österreich manchmal gut bei der Therapie, aber bei der Prävention gibt es einen Nachholbedarf. Wer finanziert dann die Gesundheitsausgaben bei der Prävention? Die Ausgaben betrugen 2016 laut dem Rechnungshofbericht 2,4 Milliarden Euro. Die Sozialversicherung gab zum Beispiel 1,4 Milliarden Euro für Rehabilitation und Kuren aus. Wie schaut es denn bei Ernährung und Bewegung aus? Eine ganz wichtige Sache bei der Prävention. Studien und Befragungen belegen, dass ca. 50% der österreichischen Bevölkerung übergewichtig adipös sind. Und 2011 wurde ein nationaler Aktionsplan Ernährung ins Leben gerufen, 2013 auch ein nationaler Aktionsplan Bewegung. Und beide Aktionspläne wurden aber seit 2013 nicht mehr aktualisiert. Das Gesundheitsministerium hat zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung von Kindern gesetzt, gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie, hauptsächlich um den Zucker- und Salzgehalt in Lebensmitteln zu senken. Die Maßnahmen waren allerdings nicht verbindlich und zeigten nur eine beschränkte Wirkung. Erinnern Sie sich noch an die Initiative Macht den ersten Schritt im September 2018? Ich nicht, es war aber eher ein Schritt zurück. Sowohl das Gesundheitsministerium damals 2018 als auch das Sportministerium haben die Initiative nach einigen Monaten wieder eingestellt. Was ist zu den Vorsorgeuntersuchungen zu sagen? Auch eine wichtige Präventionsmaßnahme. 2016 fielen hier Kosten von 140 Millionen Euro an und Vorsorgeuntersuchungen wären grundsätzlich schon geeignet, Erkrankungen und Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen. Und wissen Sie, wie viel diese Präventionsmaßnahmen in Anspruch nehmen? Leider nur 15% haben 2019 in Österreich Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen. Beim Mutter-Kind-Pass hat sich einiges getan oder Eltern-Kind-Pass, aber ich glaube, das gehört immer, da wurde nachgebessert, das gehört aber immer wieder weiterentwickelt und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Bereich Schutzimpfungen, auch ein Thema der Vorsorge, der Prävention. Die wichtigsten Impfungen werden in Österreich Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr kostenfrei zur Verfügung gestellt und die Impfungen werden seit 1998 gemeinsam vom Bund, Ländern und Sozialversicherungen finanziert. Was ist das Resümee aus dem Rechnungshofbericht bzw. Diskussion und Prävention? Die Prävention hat in Österreich einen großen Aufholbedarf. Der Antrag geht aber in Richtung besserer Überblick, bessere Datenlage und auch Abschaffung von Ineffizienzen. Wir unterstützen das zur Gänze. Abschließend noch einmal ein Spruch, nach dem man leben sollte. Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Dankeschön. Fiona Fiedler ist die Nächste. Werner Saxinger von der ÖVP sagt, es gebe einen großen Aufholbedarf bei der Prävention.